Gegen 15 Uhr treffen wir uns mit Sam, Chiland und Nuan bei uns in der Villa Nanda. Wir fahren gemeinsam zu Sams alter Schule, dem Karadeniya College, das heute ihr 75-jähriges Jubiläum feiert. Trotz des bedeckten Himmels ist es drückend heiß. Anlässlich des 75-jährigen Bestehens des Colleges gibt es heute hier ein großes Fest, samt Ausstellung und einen Rummel. Samira hat endlich einen Parkplatz gefunden und kommt nun nach. Er besorgt auch die Eintrittskarten für das Fest hier. Das Karadeniya Central College ist ein Gymnasium in Karadeniya in der südwestlichen Provinz Sri Lankas. Das Hauptgebäude wurde 1953 vom Bildungsminister M.D. Banda eröffnet. Hier werden Naturwissenschaften und Agrarkultur unterrichtet. Mittlerweile ist das College eines der besten und angesehensten Schulen hier in Sri Lanka. Die Studenten hier bauen alles selbst an. Spazieren wir gemeinsam durch die von ihnen angelegten Gärten. Nachdem wir die Gärten passiert haben, kommen wir nun ins Lager der Rundinian Scouts. Die Rundinian Scouts sind die am College ansässigen Pfadfinder, welche hier so allerlei aufgebaut haben. Einen Aussichtsturm, ein Zeltlager, ein Baumhaus und vieles mehr. Alles aus einfachsten Mitteln gebaut, aber absolut stabil und alltagstauglich. Den Aussichtsturm kann man über eine Hängeleiter besteigen, was aber nicht gerade einfach ist. Der Dschungelcamper. Gegründet wurde die Pfadfindergruppe im Jahre 1907 von Lord Robert Baden Powell of Chilwell, dem Urvater und Gründer der Pfadfinderbewegung. Wir besteigen nun das Baumhaus. Here.
Das Baumhaus ist ganz komfortabel eingerichtet und die wichtigsten Utensilien sind vorhanden. Unangenehm könnte es höchstens bei Regen werden. Beeindruckend jedenfalls der Blick von hier oben. Danach geht es weiter in ein Gebäude, wo die Studenten ihre selbst entwickelten technischen Geräte ausstellen. Die Geräte hier werden mit den einfachsten Mitteln hergestellt. Es gibt Rasentrimmgeräte, Beleuchtungen, elektrische Busmodelle und vieles mehr. Diese alte Nähmaschine hier ist allerdings nicht selbstgemacht. Das selbstgebastelte Modell eines Baggers funktioniert einwandfrei. Und das hier ist der Erbauer der Maschine. Besonders beeindruckt haben uns die Modelle der landestypischen Busse, die alle fernbedienbar sind. Sie leuchten, sie hupen, sie spielen Musik und die Türen lassen sich öffnen und, und. Das alles sind kleine Genies hier. Der Konstrukteur der Busmodelle ist übrigens ganze 14 Jahre alt und er sagt, er benötigt für einen solchen Bus circa 2 Monate Bauzeit. Der nächste junge Mann bastelt an einem sogenannten Smart Home. Hier lässt sich zum Beispiel über das Handy das Licht ein- und ausschalten. Für die Besucher, die draußen den Rummel besuchen wollen und zu wenig Bargeld mit haben, ist ein mobiler Bankomat aufgestellt. An diesen Zuckerwattestand werden wir etwas später zuschlagen. Das Gebäude, in dem heute die Schulklassen untergebracht sind, war übrigens früher ein Gefängnis. Daran erinnert das Erscheinungsbild deutlich. Auch Hinrichtungen durch Erhängen fanden hier statt. In einem der Klassenzimmer gab es dazu eine Ausstellung und auch eine Demonstration, wie das Erhängen vonstatten ging. Allerdings war das Fotografieren und Filmen dort nicht erlaubt. Auch kleine Kinder wohnten der Demonstration bei. Sie sollen wohl lernen, dass sich Kriminalität nicht lohnt. Aber ganz wohl waren sie da nicht dabei. Vom Balkon des Klassenzimmers aus hat man einen wunderbaren Blick über den riesig großen und bunt erleuchteten Rummelplatz. Wir schlagen jetzt aber zunächst mal beim Zuckerwattestand zu. Sehr gut. Dann geht's aber los und wir stürzen uns in den Rummel. Thank you.
Dann geht's aber los. Wir wollen mal ein bisschen Action. Diese Fahrt haben wir überlebt. Nun geht es weiter durch den Rummel. Das Militär von Sri Lanka präsentiert eine Hundeshow. Wir können diese von der Bühne für die Live-Konzerte aus beobachten. Später wird auf dieser Bühne dann eine Band live spielen. Hier sehen wir eine Demonstration, wie ein Schäferhund die Fesseln eines Gefangenen löst. Während die Hundeshow vonstatten läuft, bereiten die Musiker auf der Konzertbühne alles für ihren Auftritt vor. Es ist schon beeindruckend, wie dieser Hund auf den Hinterpfoten Slalom durch die Stangen läuft. Thank you.
Samira dürfte recht bekannt hier sein. Es ist schon unglaublich, von wie vielen Leuten er begrüßt und angesprochen wird. Natürlich sind auch jede Menge Mönche hier, die er ebenfalls kennt. Von diesen süßen Pinguinen hier müssen wir unbedingt einen mit nach Hause nehmen für unseren Pool. Lächerliche 200 Rupies kostet ein solcher aufblasbarer Pinguin. Die Kinder sind viel kleiner und trauen sie. Während Chilan und ich noch genug von unserer ersten wilden Karussellfahrt haben, stürzen sich Doris, Nuan und Sam in das nächste Abenteuer. Good luck. Good luck. Good luck. Thank you. Good luck and good night. Bye, World! Bis die Fahrt losgeht, dauert es allerdings einige Zeit, denn man startet erst, wenn alle Wagen besetzt sind, wegen des Gleichgewichtes. Zwar habe ich versucht, unsere drei Helden mit der Kamera zu verfolgen, aber das Karussell dreht sich dann in Folge so schnell, dass es unmöglich war. Zum Abschluss gibt es dann noch einen leckeren Hotdog. Scharf. Scharf? The meat side and the vegetable side. Was Doris meint, rechts stehen die Fleischesser, links die Vegetarier. Mittlerweile ist es schon recht spät geworden und es wird Zeit für uns, sich auf den Heimweg zu machen. Dieser führt uns vorbei an ein paar Dinosauriern. Und so geht ein toller Tag zu Ende.